Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Shadow of Mordor. Ja, wir sind immer noch hier in der Nähe von der Festung, wo wir in der letzten Folge noch den einen Häuptling und den anderen Hauptmann ausgeschaltet haben. Die Karagor sind immer noch wild gegen die ganzen Orks am Kämpfen und am Ausdünnen. Und ich habe mir überlegt, wir könnten doch uns auf dem Weg mal hier rüber machen in dieser Folge. Und werden auf dem Weg hier mal diese ganzen Nebensachen alle einsammeln. Also wir nehmen hier die Informationen als erstes mit, dann gucken wir, dass wir diese Ethelien einsammeln. Dann irgendwie das hier mit diesem Schwert vielleicht, das Artefakt und vielleicht hier die Belagerung des Schattens. Und mal gucken, was sonst noch so auf dem Weg alles so uns in die Hände fällt. Dass wir uns mal hier so langsam rüber machen und ein paar Sachen einfach einsammeln, bevor wir irgendwann einfach die ganze Karte ablaufen müssen, nur weil wir irgendwo was liegen gelassen haben. Und ja, das ist so meine Idee für diese Folge. Das heißt, wir geben uns zunächst mal nach da hinten. Das scheint unsere Informationsquelle zu sein. Insofern sie nicht von einem Karagor getötet wird, was irgendwie gerade den Anschein hat. Können wir den hier nicht... Nee. Er wird anscheinend Waldläufer! Erinnerst du dich, du Schrack? Ja, ich erinnere mich. Hast mich dem Tod überlassen. Okay, vielleicht ich schwor, dich zu finden und dich zu vernichten. Vielleicht ist das die Planänderung, die wir jetzt haben. Aber wir wissen ja, dass wir gerade einen guten Lauf haben. Zumindest noch in der letzten Folge gehabt haben. Vielleicht können wir das in dieser Folge direkt fortsetzen. Wäre mir eine Ehre. So. Zack. So, den. Ja, die haben natürlich schon den Zorn geblasen. Na, toll. Der Karagor ist leider draufgegangen. Was ich jetzt nicht unbedingt so gut finde. Aber... So, der kriegt jetzt direkt die Hinrichtung ab. Ich will ihn eigentlich nur loswerden und dann können wir hier wieder abhauen. Das heißt, ich werde versuchen, den Fokus auf ihn zu richten, natürlich. So. Das war's für dich. Ich habe Armeen über die schwarze Einöde von Gorgoroth geführt. Ich verdiene einen ehrenvolleren Tod. Ach ja, ist das so? Wir verhören den erstmal dafür als Belohnung. Wer ist das eigentlich? Bist du das hier? Er ist das. Okay. Ja, kannst du sonst was hier über den Häuptling erzählen dann? Okay. Na, gerade der Hungrige. Sieht auch nach einem tollen Kampf aus, um ehrlich zu sein. Ich bin begeistert nicht. Zack, so. Der ist hinüber. Und der ist hinüber. Er will noch eine extra Behandlung. Kann er haben. So, okay. Dann sammeln wir die Runen hier ein. Klappt doch gut. Ist doch schon mal ein guter Start. So. Schlagst du 50% bei einem tödlichen Kopfschuss für 30 Fokus zu generieren. Okay, so. Jetzt brauchen wir natürlich hier keine Informationen mehr sammeln. Sondern begeben uns mal hier in diese Richtung. So. Das heißt, wir haben schon Informationen über zwei weitere Häuptlinge. Ist ja auch schon mal wieder was. Das heißt, dass wir da auf jeden Fall die zwei Häuptlinge töten können, um die Quest auch abzuschließen, ohne dass wir weitere Informationen sammeln können. Müssen. Nicht können. Ich hab ein paar Nachrichten. Können sowieso. Was ist eigentlich hier dieses andere...
Wart es nur ab! Bald bekommen wir den Befehl, uns mit den anderen Uruk in der Nähe zusammen. Schleicht hier jemand herum? Ich sehe ihn! Da! Willst du sterben? Ach, gar nichts ist so. Gar nichts ist so. Wo ist denn das hier mit dem Schwert? Sind wir hier vielleicht hoch? Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er vier. Ich kann ihn riechen. Er sitzt bestimmt da draußen. Oh, guten Tag. Er überlegt, was er als nächstes tut. Moment, dass der hier oben geblieben ist. Hat er das gesehen? Oh, guten Tag. So. Dich müssen wir mal loswerden. Aber mal ganz im Ernst. Wo ist hier irgendwie was? Ach, direkt unter uns. Eine Rune ist das, ne? Die ich liegen gelassen habe. Okay. Aber dieses andere Zeichen hier. Ich rieche etwas. Kannst du mal ein bisschen hier... Nein, kann er anscheinend nicht. Ja, das ist ein Berserker, na toll. Jetzt haben wir natürlich direkt den nächsten Kampf hier. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur diese... Zeug einsammeln. Vielleicht kommt hier der nächste Hauptmann um die Ecke. Ich sehe das schon kommen. Entfache das Leuchtfeuer! So. Ja, der andere ist da schon wieder Richtung Dings gegangen. Oh, oh, das sind ein paar. Was war das? Hab ich da gerade etwas gehört? Das sind ein paar. Das sind mir jetzt zu viele. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade in die richtige Richtung laufe. Ich glaube nicht, aber... Werf den Furschen zu Boden. Oder wie meinst du? So, da haben wir die schon mal abgehängt. Lass die da mal ihre Runde ziehen, da hinten sind Karagors. So, mein, schlimm ist das. Man kommt hier ja wirklich nicht voran. Was ist denn das hier? Das sind die Ephilden, aber... So mitten in der Festung sind die halt auch echt mies versteckt, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber man konnte die doch mit in der Geisterwelt, konnte man die doch eigentlich aufsammeln, oder? Ich versuche mal mein Glück mit dem anderen. Schneller! Rein da! Dann könnt ihr es allein mit dem Geruch aufnehmen! Wieder mal gegen die Karagorskan kämpfen. Soll mir recht sein. Der Karagor ist gewaltig! Ist das so? Und viel Spaß mit dem Karagor. Wo ist das Ithilien? Oh, oh. Da. So. Nanich hier, Gelaia Mordor. Haben wir auf jeden Fall das hier. Sehr gut. Aber das andere muss ja auch irgendwo sein. Oh, Moment, Informationen. Die da einfach so rumliegen. Die nehmen wir. Gerne. Können wir dann den hier eigentlich auch noch freischalten? Okay. So, Krug der Hohlkopf.
Dann haben wir die ganzen Häuptlinge zumindest schon mal identifiziert. So, ich glaube, der Karagor hat uns gerade... Ja, ich möchte da eigentlich nicht hingucken. Finden wir das? Mal schauen. So, wir können hier hoch. Ein Karagor! Zerstören! Die sollen ja ruhig mal ein bisschen was zu tun bekommen mit ihren Karagors, während wir das Ithilien suchen. Ist das etwa hier unten drunter? Tatsache. Okay. Sehr gut. Oh Gott, da kommt auch noch so ein Schriftdings drüber. Ich glaube, wir haben noch eine Menge einzusammeln. So. Warte! Ich rieche. Okay, ich dachte, eigentlich wollte ich die Informationen haben, aber dann wollte ich jetzt auch nicht großartig in irgendeinen Kampf verwickelt werden. Naja, wir machen hier mal den Flitzemann. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Wir müssen hier oben drüber. Hallo! Ja. Kann ich da durch? Kann ich. Ist ja auch noch ein Artefakt, genau. Sammle ich auch noch gerne ein. Belohnung 50. Okay. Grogbecher. Die Geschichte vom unappetitlichen und mit Dreck überzogenen Grogbecher der Uruks ist nur ein Mythos. Uruk-Ausbilder prügeln ihre Schützlinge ein, ihre Grogbecher so sauber wie möglich zu halten, um der alten Soldatenkrankheit vorzubeugen. Diese Becher werden üblicherweise aus riesigen Brennöfen gebrannten Ton hergestellt, aber Mordor hat sich als sehr ertragreich für die Uruks herausgestellt und einige der Becher sind jetzt aus Metall oder Holz. So, gut. Wo ist jetzt... Ah, da am Griff. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandieren mehr von diesem verdammten Uruk-Ei. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schrack schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Frisches Fleisch? Mehr Grog? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Okay. So, haben wir dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. Okay, so, das noch mit dem Bogen hier würde ich gerne machen dann noch, wo wir schon hier sind. Belagerung des Schattens, einfach mal. Okay, er lauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrisch genug hinunterzublicken, wurde einem schnellen Tod zugeführt. Formt die Legende des Bogen Asgar. Belohnung 200. Okay. Schieß auf Fässer und Lagerfeuer, um sie explodieren zu lassen. Töte Uruk-Wächter, ohne Drohtang zu betreten. Der Hauptmann sagt, eine Patrouille hat unbekannte Spuren gefunden. Niemand weiß, was es ist. Seht euch vor! Ist klar. Ach, den müssen wir auch töten, ne? Der da läuft. Okay. Kein Problem. Warum er manchmal den Pfeil nicht fliegen lässt, ist mir immer noch ein Rätsel. Ne, der hat nicht gezählt irgendwie. Okay. Das heißt, wir müssen hier in dem grünen Bereich bleiben und die ganzen anderen da irgendwie erledigen. Okay, den kriegen wir. Wenn er denn abdrücken würde. So. 3. Aber wenn wir die anderen gar nicht erst sehen, macht es ja irgendwie
So. Wer steht dahinter, der andere? Wir da hinten hochklettern vielleicht? Ich hole mir erstmal Pfeile. Nicht auch mehr unnötige Zeit verschwenden. Wir von hier mehr sehen. Dass wir den da erwischen können? Ja, das geht. Ah, perfekt. Okay. Kriegen wir den dahinter wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Fokus wieder gesammelt habe. Aber wie kriegen wir die da? Die bewegen sich. Der vielleicht oben. Da. So. Bei den da hinten, der bewegt sich gar nicht und der auch nicht. Ach, das war's schon. Okay, krass. Errungenschaft freigeschaltet. Legende des Schöpfers. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Einführung, Waffenverbesserung. Schließe alle Bogen und nehme Missionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Bogen Asgard kaufen zu können. Mit Asgards Flamme erhältst du unbegrenzt Elbengeschosse, Fokus und Brandpfeile. Unbegrenzt Geschosse hört sich sehr gut an, ehrlich gesagt. Okay. Schauen wir mal, wo uns unsere Reise als nächstes hinführen könnte. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Hier habe ich, glaube ich, noch eine Rune vergessen und Ithilien, da können wir mal hingehen. Beziehungsweise wir können hierhin eine Schnellreise machen. So, das ist, glaube ich, einfacher. Und dann in den Süden laufen. Müsste ja dann immer noch die Markierung da sein, oder? Nee, ist es nicht. Geil. So, jetzt aber. In diese Richtung. Diese kleinen Spinnen, die da so rumlaufen, sind übrigens nicht irgendwelche Spinnen, sondern das sind die Kinder von der Spinne Kankra. So. Machen wir erstmal das hier. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben die Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Tötet die Uruks, die sie bewachen und rette die Sklaven. Jo. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Also die Sklaven. 0 von 2. Sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Ich kann glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Ach, wir sollen die mit Vorsprungtötung. Komm mal ran. Hä? Was war das? Ja, weiß ich nicht. Guten Tag. Vorsprungtötung. Beziehungsweise. Waldläufer, bitte! Komm schnell! Ist das nur ein zusätzliches Ziel? Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. So, er haut ab. Ein Krieg ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Der läuft einfach weg. Die Uruks kümmern sich gar nicht drum. Okay. Schauen wir mal. Wir da hinten hin. Die sehen uns gar nicht. Die sehen uns gar nicht. Du auch? Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr witzig. Sei leise. Lass den armen Jungen hier in Ruhe. So. Habt ihr das gehört? Danke. Ich sehe den Waldläufer. Ich brauche keine Hilfe. Nicht? Hast recht, brauchst du auch nicht mehr. So. Warum
beklagen sich diese Bleichhäute die ganze Zeit? Weil es sie glücklich macht. Ich gebe Wenn du deine Werkzeuge zerstörst, lassen wir dich mit bloßen Händen graben. So, nehmen wir den einen hier so mit. Ich verzichte jetzt auf diese Vorsprungtötung. Wenn euch greift, seid ihr tot. Du, da, ich sehe. Ich möchte jetzt einfach nur diesen Auftrag schnell erledigen. Er hat uns unsere Hinrichtung vermasselt, der Typ. Aber okay. Dafür fingen die anderen jetzt umso mehr. So, du, ich mag dich gar nicht als Fernkampf-Typ. So, du kriegst sofort die Hinrichtung ab. So, dann haben wir alle, oder? Jetzt müssen wir nur noch loswerden. Kannst du mich hören? Nee. Wir brauchen Hilfe. Kannst du mal nicht so laut hier rumschreien, bitte? Dankeschön. So. Errungenschaft freigeschaltet. Das freie Volk. Heute kriegen wir viele Errungenschaften. Solche Qualen für... Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie die Informationen überhaupt Männer bringen oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Eine einzige zerbrochene okay, cool. Schaufel. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die Uruks haben mich eines Besseren belehrt. Tja. So. Dann den Weg nochmal hier zurück schnell. Denn bis hinten war nämlich einmal noch eine Rune und Ithilien zum Einsammeln. Guck mal, du da. Ey. Schon mal einen Abflug machen. Die anderen jetzt ernsthaft abgehauen? Ne, der ist ins Feuer gerannt. Er ist tot! Hat Aufzehren und Elbengeschosse zurückzuhalten? Das versuche ich. Nee, geht nicht. Aber Schleichtötung geht. So. 4, 5. Oh, ich muss wieder vorne anfangen mit meiner Kombo. Oh, das ist ein Berserker. Nicht gut. 1, 2, 3. Hab ihn auf! Nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist wieder der Berserker, das ist nicht so gut. Ist das so? Ich glaube ja noch nicht dran, dass ihr mir so überlegen seid, aber das werden wir sehen. Oh, der Bogenschütze ist fies, ey. Der macht böse Aua. Ich weiß noch nicht, wo er ist, aber... Ja, irgendwo in der Richtung. Das hier mal aufsammeln eben. Verräter. Durch Waffen verursachen Schaden bei Angriffen von hinten um 18%. Okay. So, wo bist du? Ah, ich habe keine Geschosse mehr. Auch unwinzig. Kannst du dich mal bitte hochziehen da? Immer hier. Gar ausmachen. So. Okay. Wir brauchen das Ziel den noch hier. So, die Frage, wo es ist. Lass dich mal hier los. Da oben. Okay. Und aufsammeln. Gut. Haben wir das auch. So.
können wir uns da hinten noch schnell heilen. Das. So. Mit Pfeifenkraut. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Wir werden jetzt in der nächsten Folge wieder weiter an die Quests hier wagen, Haupthäuptlinge und so weiter töten. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr dann wieder dabei seid. Wie gesagt, Daumen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.